Ich kann hier was steuern, ist rum. Habt ihr das gehört? Oh, das war ich. Oh Gott, Jungs, bei mir, Jungs. Ey, ich hab's Horn getrötet, die hat gar nichts gesagt. Ja, ich bin gestorben. Ich will nochmal das Horn tröten, Moment. Grüßt euch, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen... Benvenuti a Pisa. Season 3 ist da, das bedeutet, wir haben so lange drauf gewartet. Rebirth Island ist auch endlich da. In Warzone. Geil. Und ich will nicht lang schnacken, wir gehen natürlich rein in meine erste Runde, die ich gespielt habe. Wirklich die erste Runde. Zusammen mit Witch Demon und mit dem guten Alu bin ich zusammen rein. Wir wollten zusammen die erste Runde erleben und das ist dabei rausgekommen. Guck mal, wir sind zusammen im Flugzeug. Da ist der Alu, der riecht angenehm nach Bratwurst. Wo gehen wir hin, Alter? Wo gehen wir hin? Ja, keine Ahnung. Harbor, komm, wir gehen hier runter. Ja, dahin. Okay, erstmal. Erste Runde, Alter. Wie werden wir die erste Runde überstehen? Werden wir gut sein? Werden wir schlecht sein? Das Rede geht schon los. Ist wie früher, nur die Grafik ist besser, ne? Obwohl, ich kenne die Map nicht, Leute. Hast du nicht Warzone 1 gespielt damals? Nein. Nicht so schlimm. Eigentlich schon, aber nee. Hä? Ich konnte Warzone 1 nicht spielen auf der PS4. Ich hab davon Kopfschmerzen gekriegt, ohne Kack. Das ist klar. Ist bei mir was? Ganz oben auf dem Dach. Werde ich einen Kill kriegen? Ja, über Werde ich ihn nicht kriegen? Ja, er ist abgesprungen. Und ich bin down. Jawohl, der erste down! Der erste down! Der muss immer der erste down. Danach ist das Eis gebrochen, danach kann es losgehen. Jetzt kommen mal wieder alle Erinnerungen von früher, wo ich immer Loadout aufstocken war und so weiter. Ganz da hinten. Oh nö, hier unten ist einer. Ich komme jetzt mit hier, jetzt ist Rambazamba oder was. Jetzt reicht's mir hier, ihr kleinen. Ach, nee, da war auch noch einer. So, erstmal wiederbeleben. Jetzt wird hier geerntet. Gedingst. Genau, jetzt wird hier geerntet. Oh, da ist er, der ist One-Shot. So gut wie zumindest. Warum kriegst du den nicht? Ja, weil der hochgelaufen ist. Oh, jetzt sitzt der da oben auf der Mauer. Willst du mich verarschen? Was ist denn hier los, Alter? Hier ist übrigens Silvester Rambazamba. Das gibt's doch gar nicht. Na, oh, der ist er wieder. Und auf Gaspriki. Hey. Euch, happen. Was? Ah, da oben ist noch einer. Wo denn? Wo ist denn der? Ja, weiß ich nicht. Seelisch. Ach, der steckt da oben. Jetzt zeig ich mit dem Finger drauf. Du kannst mich ja gar nicht sehen, Alu. Ich lieg hier bei einer Ecke, ne? Du bist noch am Leben? Ja. Alu, lass dir Zeit. Alu. Lass ruhig liegen, tritt fest. So, aber irgendwo sind doch die Kollegen. Eins weiter oben. Eins weiter oben, ja? Nee, sogar noch eins weiter oben. Noch eins weiter oben, ja? Komm hin! Ich muss erstmal Heilerei. Oh, hier kommt eine Bombendrohne. Ich hasse die Bombendrohne. Ja. Ich auch. Ja gut, war ja zu erwarten, ne? Aber zu unserer Verteidigung muss man sagen, es war verdammt viel los. Die Leute haben echt auf das Update gewartet und das hat man auch an den Servern gemerkt. Nachdem wir noch ein paar Stunden gespielt haben, bin ich dann alleine nochmal eine Runde reingegangen und hab echt nochmal einen Spaß gehabt. Okay Leute, ich geh nochmal eine Runde alleine rein, Rebirth Island. Ich bin immer noch übelst gehypt. Es ist so lange her gefühlt und es ist aber trotzdem alles so vertraut schon wieder. Es ist der Wahnsinn. Es war damals so neu, als auf einmal wieder Auferstehung am Start war und Rebirth Island und alle fanden es einfach nur geil. Und es macht definitiv Spaß, aber gerade an Day One ist immer noch Day One. Gerade seitdem das Update draußen ist, also Season 3 draußen ist, alle gerade irgendwie Rebirth Island zocken. Dementsprechend ist auch viel auf den Servern los. Der Hölle sozusagen ist los. Es ist aber einfach mal geil, sich die Karte wieder anzugucken. Ich habe hier einen gehört. Das Update haben wirklich sehr, sehr, sehr viele gewartet und auch viele drüber gefreut. Und es ist nur klar, dass natürlich jetzt auch viele online spielen werden. Das meistersehnte Update mit Verdansk, nochmal. Ist wahrscheinlich das meistersehnte Update überhaupt so seit MW3 draußen ist, was jetzt hier in Warzone noch dazu kommt. Außer wenn jetzt noch Verdansk als Update kommt, ist wahrscheinlich noch mehr gehypter. Ausrüstungslieferung kommt, das ist schon mal nice. Sipp ich mal hoch, hä? Alter, wie einfach hier. Wer kennt noch Black Ops 2 Zombie-Modus? Mob of the Dead? Das ist es. Hier ging es damals zumindest immer hoch. Okay. Haben wir eine schönere Gasmaske. Okay, ist ziemlich ruhig gerade. Verdächtig ruhig. Nur pro wartet hier oben wieder einer. Früher waren die immer gerne hier oben auf den Dächern. Und die snipen wir hier auch gerne. Und ich sag's noch. Sitzt einer, der sniped. Okay, wo sind sie? Ach, ich bin der Letzte mit ihm. Ist der Letzte? Wo sind der? Wer hält sich am schnellsten hoch? Da ging's nur noch darum, wer sich am schnellsten hochhält, Alter. So ein...
Gut, das war gut Cash gesammelt. Reicht aber noch nicht ganz. Ja, da kommt Freude auf. Gucken, wenn ein Slowdart runterkommt, können wir eigentlich schon holen. Auf dem Schiff ist sogar ein Shop. Was? Wo kam das denn her? Ach, von da oben. Okay, wir gehen mal zur Ausrüstungslieferung. Ein kleiner Weg steht bevor. Drinne geht auch die Party. Das würde mich jetzt nicht überraschen, wenn die mich jetzt hier gleich abspotten, absnacken wollen. Der wartet bestimmt schon hier oben auf mich. Ja, ich sag's doch. Ah, er hat sich hochgeschlichen. Okay, ich verstehe. Wollt ihr mich überraschen? Da kommt noch einer. Genommen. Oh, da sniped einer wieder. Es macht übelst Laune. Es macht wirklich wieder übelst Spaß. Ich gehe mit rüber. Oben. Jetzt haben sie mich aber gesehen. Oder jetzt wissen sie aber, wo ich bin, glaube ich. Noch ein an derselben Stelle gerade erwischt. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich mal noch hingehen? Ich bin eigentlich übelst gut in Position gerade. Ja. Oh, mit der Feuerschotti oder was? Danke, ihr Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Für euch da ein Däumchen, für mich ein Träumchen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bleibt gesund, benehmt euch und haut rein, ihr Lieben. Euer Fexer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.